Ford bringt wieder eine Raubkatze auf den Markt. Allerdings hat der neue Puma mit seinem Sportcoupé-Vorgänger so gar nichts mehr zu tun. Naja, das stimmt auch nicht ganz, denn heute, genau wie 1997, stellt der Ford Fiesta die Basis für den Puma. Das neue Raubkätzchen läuft nunmehr unter dem Stichwort Crossover. Ein kleines SUV, je nach Blickwinkel erinnert die Front an eine Mini-Macan-Version von Porsche. Die Basis kommt zwar von einem Kleinwagen, aber durch einen 10 cm längeren Radstand hat der Puma innen mehr Platz als der Fiesta. Für ein halbwegs entspanntes Reisen sollte man hinten trotzdem eher die Kinder unterbringen. Für Erwachsene ist die Rückbank nicht unbedingt langstreckentauglich. Es gibt aber genügend Platz fürs Gepäck. Satte 456 Liter Laderaum gibt Ford für den Puma an. Mehr als die Mitbewerber, wie etwa der Captur oder der T-Cross im Segment. Warum? Weil die Ford-Ingenieure sich viel Gedanken gemacht haben, wie man den Laderaum besonders effizient nutzen könnte. So ist die Hecköffnung besonders ausladend und es gibt kaum Ecken und Kanten, die beim Beladen stören würden. Der Clou ist aber die 80 Liter fassende Wanne aus Plastik, die unter der Bodenabdeckung im Kofferraum versteckt ist. Die bietet nicht nur viel Platz, sondern man kann auch verdreckte Sportgeräte einfach mit dem Wasserschlauch abspritzen und das Wasser läuft dann über einen Abfluss im Boden ab, wie bei einem Waschbecken. Irgendwie clever, die von Ford. Die Technik kommt aus dem aktuellen Ford-Regal. Das 12,3 Zoll große optionale Kombi-Instrument vor dem Fahrer ist voll digitalisiert. In der Mitte des Cockpits thront gut platziert ein Monitor für das Infotainment. Wenn der Puma Anfang März auf den Markt kommt, bietet ihn Ford mit zwei Benzinmotoren und drei Leistungsstufen an. Beides sind Dreizylinder, beide haben einen Liter Hubraum. Bei geringer Last schaltet ein Zylinder automatisch ab. Der Puma läuft dann nur noch auf zwei Zylindern. Im Einstiegsmodell muss der EcoBoost-Benziner ohne 48-Volt-Technologie auskommen und bringt es auf 125 PS. Auf die gleiche Leistung kommt dann die Hybrid-Version mit 48-Volt-System. Den Hybrid gibt es zudem noch mit 155 PS. In allen drei Versionen dient ein 6-Gang-Handschaltgetriebe zur Kraftübertragung. Ab Mai soll dann auch ein automatisches 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe folgen und ein Diesel mit 120 PS. Das Fahrwerk ist, wie von Ford gewohnt, durchaus ein Highlight. Präzise Kurvenfahrten, guter Geradeauslauf, straff, aber nicht unkomfortabel. Etwas unkomfortabel wird es allerdings an der Kasse. Die Basis beginnt nämlich erst jenseits der 20.000-Euro-Marke. 23.150 Euro muss man mindestens für den Puma investieren. Und der Mild-Hybrid kostet sogar mindestens 25.000 Euro. Viel Geld für ein SUV auf Kleinwagenbasis, aber trotzdem ein gutes Angebot, weil der neue Puma, anders als sein Coupé-Vorgänger, ein richtig erwachsenes Auto geworden ist.